Willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Folge Nummer 7. Und da bin ich auch schon wieder da. So, ich muss kurz noch was einstellen, weil das Bild hat sich immer wieder. Hat sich gesagt, nee, ich will nicht in Großformat. So, aber jetzt sollte es auch kein Problem sein. Wir den aufladen und nehmen den letzten Spielstand. So, mir ist aufgefallen im Schnitt, es ist ja in noch einen Mord passiert, hier in der Nähe. Alter. Man möchte mich hier. Ah? Ah, okay. Doch, ich mache euch mal ein bisschen die Ton lauter und auf mich selber. Weil irgendwie ein wenig leise ist das schon. Option. Kann ich hier mal diese eine Lupe mir anschauen? Ist das möglich? Alter, Leute, ich muss mir einfach diese Lupe mir anschauen. Diese Lupe da will ich mir anschauen. Das Blut ist etwa kniehoch über dem Boden. Blutspuren an der Wand. Alles klar. Ich glaub, wir haben dann alles, oder? Ja. Oh. Diese Tür muss in den Keller führen. Die Klinke wurde vor kurzem repariert. Okay. Glaube, dann haben wir alles fertig. Dann gehen wir auf Folgen. Nee. Dialoge. Erleitet. So, wir haben verschiedene Sachen. Der Opfer lag ja hier. Lebte er noch? Ja. So, ich war ja an dem Tatort, auf der Höhe der rechten Oberkiefer sowie auf der linken Wange waren Blutergüsse. So, recht. Oder war das linke? Nee. Rechts ist hier das. Nee, müsste links sein. Linkshänder sein? Kein Linkshänder? Weithänder? Rechtshänder?
Nee, ja. Hat ja mit Recht angefangen und dann den hier aufgehört. Ja, da mal. Eigentlich von allen am sinnvollsten hat A Captain bis zum Bewohner und dann die Pille. Ja, der ist einfach nur grauenhaft, sowas. Der ist einfach nur grauenhaft, dass solche Leute überhaupt sowas zu Stande sind, muss ich echt wirklich sagen. Das ist Menschenverachtung. Das ist. Ja, was sollen wir denn ändern? Das ist. Es gibt leider solche Menschen. Das ist leider wahr. So, die Dehnstelle nachher der Füße und die Hände. Würde ich mal sagen, wird den Opfer gehören. So, Panik, wohl übel vor. Ja, brutal geht er schon vor. Ja. Dr. Waschen hat ja gesagt, vor ca. 2 Stunden. Vor 4:30 Uhr. Okay. Okay. Das Messer, das Mörder. Ja, eine sehr. Die war ja scharf, die Klinge. Ups. Okay. So, Erkennungsmerkmal hinterlassen. Enthaupten. So, dann. Ich sag mal, der hier. Er hat ja überbrichten, wusste er ja Bescheid. Haben wir noch nicht alles davon?
Was denken Sie, Holmes? Was haben wir denn hier? Oh. Auf der linken Hand ist etwas zu erkennen. Das Opfer muss einen breiten Ring getragen haben oder mehrere schmale Ringe. Sie wurden gewaltsam entfernt. Dieses Detail wird uns von Nutzen sein, Watson. Dessen können Sie... Die Fingernägel. Okay, mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten. Okay, Duki. Dann machen wir das doch. Wir sind wieder fertig. Ah, hier haben wir noch was. Ist er ein schwacher Mann? Ich höre Geräusche auf der Straße, Watson. Die Behörden treffen ein. Es wird Zeit, dass wir gehen. Jo. Schönen Tag. Holmes hat sich schon vor Tagen in seinem Zimmer eingeschlossen. Immer sagt er das Gleiche. Ich denke nach, Watson. Sehr gut, Watson. Wie Sie meinen, Watson. Aber ich denke auch nach. So viel, dass ich nachts kein Auge zutue. Annie Chapman. Mein Gott. Okay. Wie es dann mit der Folge genau weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Folge Nummer 8, glaube ich. Und somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Macht gut. Bis dann. Tschüss.